Ja, Jungs, herzlich willkommen. Ne? Heute startet die ADA GT3B auf Barcelona im zweiten Rennen. Es sind 21 Runden später gefahren. Ich kann leider nicht gerade zuhören, was Sache ist, deswegen warten wir noch einen Augenblick ab. Ich schätze mal, im nächsten Minuten startet irgendwann das Qualifying. Channel switch. Timo, ist der Twitch bei dir online? Ja. So. Gut, weil ich funktioniert. Ich sehe keine Online-Leute deswegen. Nee, aber läuft. Channel switched. Okay, wir sollen mal eine Runde drehen, ne? Mein ist ein bisschen entspannter. Können wir drehen, mal gucken, was für kleine Zeiten die Jungs schon fahren. Oder wir schauen uns am besten mal die Fahrerwertung an von letzter, vom ersten Rennen. Ja, sieht man irgendwie blöd. Kleinen Moment. Teamwertung, Martini Racing ganz vorne, Toyota Performance, dicht gefolgt von Kings mit 31 Punkten. So, ich frage mal ganz kurz nach, was hier die Sache ist. Scheint wohl jetzt loszugehen. 30 Minuten Qualifying. Das Qualifying wird wohl jetzt bestehen. Schauen wir mal, Marcel geht zu. Vom Bart.
Ach ja, sorry Jungs, die Fahrerwertung habt ihr schon alle ausstudiert. Ich mach's mal wieder weg, ne? Erstmal ein bisschen mal vom Rennen sehen. Marcel G. mit dem schönen BMW Z4. Mein eigenes Auto, was ich sehr gerne fahre in der A-Liga. Ja, wie gesagt, nachher werden 21 Runden gefahren mit einem manuell fliegender Start. Und ich glaube in Box Runde 7 bis 11 wird dann schön ein Boxenstopp gemacht, der Pflicht ist, mit Reifenwechsel. Mal gucken, was die Leute sich für Strategien ausgedacht haben. Wie wir gemerkt haben, selber beim Fahren, dass der linke Vorderrad und linke Hinterrad sehr warm werden durch den angezogenen Rechtskurven. So, jetzt geht Marcel G. in seine erste wertete Runde rein. Soundbacken leider noch ein bisschen, da denkt man, da ist dauerhaft ein Begrenzer drin. Hoffentlich kriegt das irgendwann die Entwickler nochmal hin. Schön großes Feld mit 20 Leuten wieder. Ach, der 21. bin ja ich natürlich, ich bin nur der blöde Zuschauer. Trotzdem heute schön ein bisschen bewölkt. Hoffentlich, dass die Streckentemperatur nicht ganz so warm ist. Die Reifen sich schon freuen werden. Schon SLS. Das war eine 1,47. Schieß mich tot. Dann bin ich momentan Platz 3. Aber wir haben schon 1,45er und 1,46er Zeiten gerade online. Flo nur 1,47er Zeit. Sehr souveränes Rennen im ersten. Fehlerfrei fuhr schon ein ganz schönes Stück besser. Da kommen die ersten Zeiten jetzt. Gucken wir mal noch mit zu. Kings mit zweiter und vierter. Schauen wir mal ein bisschen Audi an, also das Horn ein bisschen hübscher. Gucken wir mal, was Flo für eine Runde hinkriegt. Was abkürzen war. Wow. Sehr schnelle Pace. Und was kriegt er hin? Wo ist er? Platz 1. Eine 1,43,5. Die muss erstmal getoppt werden. Frankie mit 1,44,0. Und langsam geht's los. Schauen wir mal Frankies Zeit jetzt an. Vielleicht verbessert er sich ja nochmal. Nee, das wird wohl nix.
Kahn auf Platz 3 mit 1,447. Verbessert er sich noch, zieht noch ein bisschen Windschatten ran. Ja, verbessert sich, bleibt auf Platz 3. 1,441. So, hat sich noch was getan. Flo noch erster, Frankie, Ricana. Alles die ersten drei. Aber die ersten zwei mit tiefen 1,44, 1,43,5. Naja, wir haben noch eine Menge Zeit. Gucken, was weiter tiefer geht. User joined your channel. User was moved out of your channel. Das wird wohl nix. Wer geht denn da durchs Ziel dort? Das wüsste. Schauen wir mal Alex an. Wir gerade eine frische Runde an. Sehr weit raus. Schön die Curves mitnehmen. Bleibt relativ weit außen statt innen. Kann dadurch aber relativ früh wieder raus beschleunigen. Zeit, ein Zehntel schlechter. Schöne Schikane genommen, kleines bisschen ins Rutschen kam. Mal schauen, ob es eine bessere Zeit wird. Gelangt. Tobias hat sich auch verbessert. Edward hat sich auch verbessert. Ich glaube, Stranger hat sich auch ganz schön verbessert. So fängt gerade eine neue Runde an. War gerade aus der Box. Schauen wir mal eine Runde zu. Gerade eine neue frische Runde. Verbessert 1,3 Sekunden. Platz 4 für Rincana.
das Schlachtschiff unter Projekt Chaos. Für mich sehr schwierig zu fahren. Ich komme damit nicht klar. Respekt jeder, der das kann. Keine bessere Zeit. Das war auch abgekürzt. Jo, er gibt auf. Schauen wir mal, was die anderen machen. Gala Platz 5 hat sich auch verbessert. Eben auch, glaube ich, auch eine 1,45er Zeit. Auch gerade Start einer neuen schnelleren Runde. Schauen wir da mal eine Runde zu. Derzeit können wir ja nochmal die Wertung durchgehen, die Qualifying-Zeiten. Wie gehabt, Flo mit 1,43,5 ganz vorne. Oh, Ricardo hat sich wieder verbessert, 1,43,9 mit BMW Z4. Salo Bello hat sich auch wesentlich verbessert. Gala 5. Tobias E 6. Philipp 7. Edward 8. Da fehlt mir gerade mal 400stel. Nicht mal 3,5 Hundertstel. Sehr enges Feld, würde ich mal sagen. Viele 1,45, enge Zeiten. Das kann nur ein spannendes Rennen werden, würde ich mal sagen. Nachtzügler. Aber ich denke mal, die werden sich auch noch ein bisschen verbessern. Und hat er sich verbessert? Ne. Schauen wir mal, Runde Tobias zu. Der fängt gleich mit einer neuen Runde an. Packt er seine 1,44,6. Schade, sehr bisschen krass. Das könnte vielleicht eine Zeit gewesen sein. Ach, die Edward-Jungs sind wohl auch wieder da. Kleine Fangroupies. Kleines Büschen ins Rutschen gekommen. Gucken, was halt die nächste Sektorzeit sagt. Die Hälfte des Qualifiers ist schon um. Danach haben wir, glaube ich, noch eine 5 oder 10 Minuten Warm-up-Phase. Und dann beginnen wir mit dem fliegenden Start. Hoffen wir mal, dass es diesmal wesentlich angenehmer wird. Letztes Mal war das schon ganz schön kritisch, weil der erste einfach nur ein Tick zu schnell war. Dass das Feld mal ein bisschen enger zusammen ist. Aber ich glaube, das haben sie geübt, das werden sie diesmal wesentlich besser hinkriegen. Ne. Hat sich nicht verbessert. Scoudi hat ein Rad verloren. Das liegt da vorne. So, was sagt die Rangliste? Ich glaube, Bild hat sie wieder nach vorne geschoben.
Flo hat sich auch nochmal verbessert um ein Zehntel. Edward hat sich auch verbessert. Rutsch vor Egala und Tobias. Scout, die hat sich auch wesentlich verbessert. Sehr enges Feld, Jungs. Das wird nur ein geiles Rennen werden. Hoffe, dass alles fair bleibt. Edward steht auch in der Box. Egal, auf einer neuen schnellen Runde. Wollen wir mal gucken, was er macht. Ich glaube, den hatte ich schon, ne? Gucken wir mal, was Stranger macht. Mit dem Porsche Ruf GT. Na, wo ist er denn? Die Spritanzeige ist wieder auf, ja, verbuggt. Ich glaube, im 0 Liter würde er nicht weiterfahren. Hoffentlich lässt er ihn vorbei. Oder klappt ihn noch ein bisschen Windschatten. So, es kommt Sektor 2. Aber da sehen wir sie diesmal nicht. Kommt ein bisschen weit raus, meiner Meinung nach. Oder es täuschte gerade. Leider langsamer. Oh, Ricana hat wieder Bildes eingeholt mit 1,42,5. Salou Bella ist gleich immer nach vorne gerückt, wenn ich mich nicht irre. Ein Edward Egala, Tobias Gauti. Glaube ich auf 9. So, kriegen wir noch eine bessere Zeit hin. So, Alex. Ja, rutscht nach vorne. 1,44,7. Geht auf den 9. Schauen wir mal Race Driver eine Runde an. Rutschen beide raus. Die Motor ist auch ein bisschen hin vorne beim BMW.
So, geht Edward eine schnellere Zeit hin. Ist er gefahren. Oh, 18 bisschen langsamer. Leute sind sogar da, also 22 Fahrer gleich im Feld. Das kann ja noch so richtig schön. Alle wieder da sind. Kann nur ein klasse Rennen werden. 7 Minuten Qualifying Zeit. Wesentlich schneller auf die Profil denn jetzt nicht. Nur ein bisschen Windschatten mit. Nee, hat keine bessere Zeit. Vielleicht jetzt noch die letzte Runde. Ronnie Hecht. Wo kommt der denn her? Ach, der ist wohl gerade erst da. 3 Runden erst gefahren. Das Zimmer hat er noch gar nicht gesehen heute. Haben wir noch einen zweiten dabei. Ja. Den Teamkollege. Mike. Okay, der ist schon ein bisschen öfters gefahren. Sehr schöne Lackierung. Sehr aggressiv. Der will wohl nach vorne. Ups, das war der falsche Knopf. Gefahren. Macht in der Lappen hier. Oh, sorry, aber ist halt sein Name. Der hört wohl gerade auf. Furiana, 7 Runden. Wenn ich mich nicht recht erinnere, der wurde im letzten Rennen Platz 5. Vielleicht nicht seine Strecke. Minuten verbleibend. Dann ist das Qualifying zu Ende. Ein sehr enges Feld, wie wir sehen. Mit 1,43er Zeiten. Sogar relativ viele, sehr viele sogar. Und immer mehr hier. Ach, Edward hat nachgelegt. Platz 4. Wow. Ronnie Hecht auch wieder.
nur 400stel Unterschied. 1,44, 5, 2, 8. Das wird, glaube ich, ein sehr enges Rennen. Freuen wir uns drauf. Tobias eher, glaube ich, ja. Tobias hat auch nochmal nachgerückt. So, was macht denn hier unser Johansen Paul? Vorne hat sich wieder irgendwas getan. Ach, der Lappen ist nach vorne gerückt. 1,44, 8, 2, 3. Driver mal eine Runde zu. Eigentlich eine ganz gute Sektor 1 Zeit. Sektor 2 ist schon wieder nicht ganz so. Aber vielleicht kann dann Sektor 3 noch was rausholen. Konuma, du bist ja auch da. Hättest du gern Q-Moderator sein können. Das ist öfter mal ganz lustig geworden. Ich suche immer noch ganz gern mal einen Q-Moderator. EQ hat das leider heute nicht geschafft. Ja, Race Drivers hat eine neue Topzeit hingelegt. Seine schnellste Runde. 1,45,2. Vielleicht das in der Box. Die letzte Minute ist angebrochen. Meisten in der Werkstatt. Zello Bello ist noch dabei. Ganz gute Sektorzeit sogar. Ja, guck mal, wäre ein bisschen lustiger bestimmt, ne? Schon einen Schluck Wasser nehmen, trockenen Mund habe ich hier schon, ey. Ein Sabbel. Nicht mehr, Face, der schafft das auch nicht mehr. Ja, das ist das Qualifying. Tja. Upsala. Ja, mit Flo erster, auch im letzten Rennen erster. Ricana zweiter mit Z4, sehr schönes Ergebnis. Bild dicht gefolgt vom Biltis. Jo, den Rest habt ihr gesehen, ne, Jungs? Jetzt haben wir mal 5 Minuten Pause. Pause. Dann kann ich mal gemütlich was zu trinken holen. Arzberg ist auch da. Ja, schade. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du einen Co-Moderator machen wolltest. Aber du warst leider eben noch nicht mehr online. Deswegen, Jungs, ich suche gerne noch einen Co-Moderator, ne? Meldet euch bei mir einfach, falls ihr Lust und Laune habt. So, bis gleich. Könnt ihr gerne mal eure Tipps hier im Chat lassen, was ihr meint. Eure Top 3, eure Favoriten. Ob es ein faires Rennen wird. Vielleicht doch nochmal ein ekliger Start wird.
Oberteile durch die Gegend fliegen. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Jetzt ein Videotext auf 666 hier auf Denjo TV. Derzeit immer die Wertung noch mal ruhig gehen. Leider habe ich die Quali-Zeit nicht mehr ganz im Kopf, wer wo was wurde. Tini Racing mit Biltis und da waren Nummer 2. Kann das alles auch nicht auswendig, Jungs. Alex K. Wo ist denn Alex K eigentlich eben gelandet? Weiß das wer von euch? Na, jedenfalls in der Teamwelt relativ weit oben. Zwei Minuten bis zum Start. Da ist noch jeder nochmal auf die Strecke fahren. Wir schauen, ob Lenkrad funktioniert. Das ist jedenfalls bei uns geregelt. Das sind eigentlich die Boxenampeln rot, dass man nicht rausfahren darf. Auch ein schönes Auto, eine schöne Lackierung. Meine Meinung zumindest. Hoffen wir, dass das ganz vorne an der Spitze auch diesmal ein bisschen spannender wird, dass nicht nur einer vorwegfährt. Aber sonst werden wir schon noch schöne harte Zweikämpfe sehen. Schön volles Feld. Klassen vertreten, oder Automarken vertreten, aber BMW, Mercedes, Audi, Aston Martin, den Porsche. Kein Bentley, kein Ginetta, kein McLaren heute auch sogar dabei. Schade. So, das Rennen beginnt. Wie gesagt, mit einer Einführungsrunde. The start could be tricky from where you are, so try and stay out of trouble. Let's stay alert and try and make up some places off the grid. Ich ziehe mich mal in die Box zurück. Ne, nicht, dass ich noch irgendwo mal reinfahre. Und natürlich mal auch die Wertung aus. Tut mir leid, Jungs.
Danke, Timo. Hab ich schon, sorry. Komm, erinnern, wie schön Einführungsrunde ist. Das fällt doch diesmal wesentlich enger zusammen. Reifen müssen die auch gar nicht so warm gefahren werden, die werden relativ schnell warm hier. Das war knapp. Fast der erste Aero-Damage in der Einführungsrunde. Da staut sich das schon. Die Jungs, vorsichtig, der Start beginnt gleich erst. Gehen wir auf Platz 3, dann sehen wir vorne und hinten was. In der letzten Kurve werden sich wohl einsortieren. Erst mal ein bisschen langsamer wieder. Dass sich alle mal ein bisschen sammeln. Ja, sieht auch sehr gut aus. Wird auch langsamer. Bauen sich alle so langsam auf. Hoffentlich fahren alle vorsichtig in der letzten Schikane. Ja, Team. Relativ eng zusammen. Sieht da wesentlich schöner aus, Jungs. Feld hat sich eingetroffen. Oh, fahren wohl schon zwei in der Box. Fahren wohl schon dort Damage schauen. Aber das Rennen beginnt jetzt. Es wird eng, es wird eng. Die ersten Rumsler. Lackaustausch. Aber das wollen wir ja auch sehen. Connor, Bild ist Frankie, alles so geblieben. Start muss, sag mal, sehr gut gut zugelaufen sein. Gut zugelaufen sein, ihr wisst, was ich meine. Ohne größere Schäden, ohne Dreher. Oh, ein Dreher! Das war nicht schön. Picana, oh, so schöne Zeiten gefahren. Hoffentlich gab es nicht so viele Schäden. Da steht noch einer. Tobias hat einen Schaden. Gala hat wohl auch einen Schaden. Sehr, sehr schade. Er hat sich schon wieder ein, zwei Sekunden zurechtgefahren. Ein kleiner Dreher. Schon mehrere Autos kaputt. Aber konnte aber auch nichts machen. Er ist direkt auf die Strecke gerollt. Passiert leider. Salo Bello auf Jagd. Auf Biltis. Den haben wir Frankie und Edward. Oh, Salo Bello, der hat Platz gut gemacht. Musste Frankie bestimmt ausweichen, Amerikaner.
schauen wir mal dahinter. Das ist ein schöner 4-5 Kampf. So, ich falsche Richtung. Oh, da kommt 2, 4, 5 Autos rollen raus. In einer Kurve. Ja, 2 Plätze zurück. Faceless auf Platz 9, da war doch Platz 17. Klostange an Stoßstange. Schauen wir uns das Gefecht mal von der Kameraperspektive an. Aber der SLS zieht natürlich auf der Geraden extrem ran. Mehr Power. Er überholt ihn, als wenn er stehen würde. Und der zweite rutscht raus. Kriegt ihn noch gefangen. Oh, die bekriegen sich ja richtig dahinter. Das ist doch mal ein geiles Rennen, Jungs. Das ist mal dir. Oh, der nächste Dreher leider. Und einmal, was da vorne passiert. Oh, Edward, Platz 2. Sehr schön. Boxen. Ja, Box war noch nicht freigegeben, also müsste sie überholt haben und dann hatten Unfälle. Bild ist es 3. Zello 4. Ronny echt 5. Frankie 6. Verliert, glaube ich, relativ viele Plätze. Ricana, der den Dreh hat, ist, glaube ich, schon wieder Platz 11. Da schauen wir mal ein bisschen zu, würde ich mal sagen. Er ist schneller als die anderen und will vorbei. Oh, das ist ein bisschen aggressiv. Da kann man doch nicht angreifen. Und den zweiten haut er raus. Aber das fand ich nicht ganz fair. Und dahinter ist noch ein Kampf. Oh, die erste Kurve. Gar kein Verbremser. Aber das sind ja alles Profis vom Beruf, ne? Wer ist denn das, Alter, der einen Namen ansprechen kann hier? Stranger Platz 14. Dahinter Marcel und davor ist Mike. Mike, sag ich mal, ne? Und Lappen davor mit einem schönen BMW Z4 mit einer richtig schicken Lackierung. Schönes Überholmanöver. Kontert er? Nee, schafft er nicht. Kleiner Verbremser. Hoffentlich nicht so viel passiert. Hier sehr schön viele Lackaustausche. Solange es alles noch fair bleibt, ist auch alles eigentlich noch im grünen Bereich. Da dreht er sich leider. Schauen wir mal, was vorne passiert. Nervig hier. Flo erster, Bild ist. Wo ist denn Edward? Platz 5. Platz 6. Oh, wir wollen Schaden vorne. Fächler ist Platz 15 nach dem Dreher. Platz 16 jetzt.
Spears und Egala, auch nach dem Unfall von Ricana natürlich wieder rausgerutscht. Sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, außer noch meine Jungs natürlich auch sind. Ja, wieder ein paar Plätze nach vorne. Hier schön ins Dreier-Vierer-Feld. Das ist doch Platz 2-3. Platz 2-3-4 und hinten haben noch 5. So, müsste eigentlich jetzt, die Box müsste jetzt eröffnet sein. Ist da schon jemand drin? Ja, ich bin da schon drin. Ronny echt jagt. Das ist halt ein Hecht, ne? Beiden Plätze davor mögen sich auch nicht gerne. Jetzt kommt der Konter mit Rausbeschleunigung. Mehr Drehzahl in die Kurve genommen. Ja, beiden kommen ran, weil sie sich schöne Form bekriegen. Hat jetzt eine Chance beim Rausbeschleunigen. Hat natürlich nicht so ganz lang, aber. Oh, alle ganz schön weit raus. Eigentlich zwei Reihen auf der Strecke, Jungs, ne? Das habe ich kommen sehen. Und Zeitstrafe. Sehr ärgerlich. Bildes wird sich, glaube ich, gerade im Zeh beißen. Ist innen, der andere drückt ihn raus, kriegt eine Zeitstrafe. Gehen wir mal nach Platz 12 wieder. Die müssen ein enges Feld sein eigentlich. Gucken, was die Liste überhaupt sagt. Flo, Salu, Bello, Frankie, Ronny, Hecht, Biltis, Edward, Timo, Ricana schon wieder Platz 8. Der hat sich ganz schön nach vorne gekämpft. Nach Sandrea. Scouty, Furiana. Faceless, Platz 14. Gala Platz 20, auch sehr ärgerlich. Naja, das Rennen haben wir immer noch 14 Runden vor uns, ne? Kann auch viel passieren. Einfach mal abwarten. Versuch. Schön dranbleiben, vergraben mit Windschatten. Mike, Attacke. Sind
jetzt der Staubsaugereffekt. Fabiana bleibt schön in. Mike lässt einen schönen Platz, sehr fair. Vor uns ist ein Dreher. Oh, er fährt auf die Strecke, das so gut gegangen ist. Scouty war das. Da muss er ein bisschen aufpassen müssen. Oh, wir sind schön. Oh, das war's, glaube ich. Ich glaube, wir waren das jetzt. Koreaner, ne? Ja, der Rennen ist gelaufen. Sehr ärgerlich. Und wer war der Zweite? War das auch Mike? Nee. War noch was. Wir haben mal Platz 15. Hab ich gehört. Flo ist Erster. Zello Bello Ronny Hecht ist Dritter. Edward noch Sechster. Vorweg. Das sind die letzten, die sich so bekriegen hier. Oh, sehr kaputte Auge sehen wir hier. Das wird gefolgt von Team US. Da kam er ganz kleines bisschen ins Steuern. Und Edward dreht sich. Die ersten wohl gerade in der Box drin. Falls einer. Z4 gegen SLS. Edward hat so einen großen Schaden, um da noch hinterher zu kommen. Kann sein, dass ich mich irre. Da, Überholmanöver. Team US verliert einen Platz. Machen wir jetzt Platz 5. Trotz Andrea in der ersten Runde, wo er relativ viele Leute mitgenommen hat, kämpft sich nach vorne, gibt nicht auf, so wunderbar. Man merkt auch, dass er halt ein Sticken schneller ist. Hat sein Auto relativ wenig Schaden mitgenommen. Edward geht in die Box.
Hoffentlich lässt er seinen Schaden auch noch reparieren. Kann er Platz 3 dadurch jetzt. So, da sind ganz relativ viele Leute in der Box. Hat der aus der Box quasi sehr gut reagiert. Vielleicht ist Platz 6, aber habe ich noch nicht in der Box. Vorbeigehen lassen. Das ist wesentlich langsamer, ganz schön wieder verloren. Kleine Schramme, noch eine kleine Schramme. Seitdem sie sich gedreht, das würde ich mal ganz gerne wissen jetzt. Nee, haben wir Glück gehabt. Uiuiui, das ist keine Abkürzung, war es, war ganz schön streng dran. Ich glaube, Master G hat sich ganz spontan entschieden, in die Box zu gehen. Er hat wohl Lust auf einen Zweikampf. Kana Platz 5 auch in der Box. Timo in der Box. Ja, Flo war wohl in der Box, Hello Bello war in der Box. Ronny Hecht war in der Box, kann ich mir so gut vorstellen. Nee, die Zeiten sind wohl erst ein bisschen länger. Oh, was Schönes ist. Hier. Kana gegen Team US. Dann lässt ihn ziehen. Ganz schön raus. Boah. Dass er den nächsten hier weghaut. Das wäre nicht schön gewesen. So, Z4 gegen Z4. Windschatten und lange Gerade. Er ist aus der Kurve rausgekommen und Windschatten. Müsste eigentlich lang. Oder auch nicht. Er gibt nach. Sehr schön. Wieder besser aus der Kurve rausgekommen. Aber da hin. Keine Angriffsfläche. Schauen, ob Timo gleich noch innen bleibt. Ja. Er macht zu.
Kampflinie zu. Sehen wir auf den anderen fahren, die vielleicht langsamer sind, aber wenn sie immer zumachen, kommt man einfach nicht dran vorbei. Timo ist das schafft, schauen wir mal ein, zwei Runden an. Die Kana drückt und macht ihn nervös, wird ein Fehler daraus zu spielen. Da ist der Fehler schon fast. Und wieder ein Rutsch. Und wie das Timo jetzt keinen Schaden hat. Mit Gewalt durch die natürlich auch nicht. So was Gebrüll der Z4s geht mir ein bisschen auf die Klöten. Und wer haben wir denn dahinter noch? Schauen wir ein bisschen Audi an. Jetzt ist wieder auf 6. Aber auch nicht durchlassen, obwohl sie schneller sind. Ikana drückt immer noch. Der ist wieder komplett dran. Die Zweiklemme mit Bild ist bestimmt gleich relativ dicht dran rücken. Topzeit Flo natürlich mit einer 1,42. Oh, alle drei Bremsfehler. Und Timo verliert das komplett. Das habe ich leider nicht ganz gesehen, Jungs. Sechs verbleibende Runden. Müssten jetzt eigentlich alle in der Box gewesen sein. Flo erster, Salopin zweiter, Ronny Hecht dritter. Biltis vierter vom 17. Sehr schön. Aber Biltis holt sich den vierten wohl jetzt. Rundungen stehen an. Er bleibt sehr außen, sehr fair. Kana probiert zu kontern, ist in. Aber in der nächsten Linkskurve natürlich dann wieder außen. Jetzt rausgestunden, Jungs, Duell. Naja, macht zu. Lässt sich nicht interessieren. Gehen wir mal weiter, Frankie 8. Wieder nach vorne gekämpft. Phase 9, der war glaube ich Platz 17 oder 18. Da, oh, da kommt von Ikana ein Fehler. Stranger 10. Tobias 12. Hat auch nach vorne gekämpft. Egal, auf 14. Furiana 22. War auch relativ weit vorne, glaube ich. Wo wir einen Schaden gehabt haben, leider. Hinter ihnen ist Edward, da kommt er auch schon langsam wieder. Profitiert natürlich von den ganzen Zweikämpfen, wenn er ruhige Fahrt hat. Jetzt natürlich auch hier schwierig für einer, der überrundet wird, irgendwie zur Seite zu fahren. Ja, jetzt, das war das. Fabrikaner ist wieder ein bisschen ins Rutschen gekommen. Oh, Edward, das war auch ganz schön hart, ne? Sofort wieder nach außen ziehen.
Edward 6, da gewinnt Platz. Timo S5 da. Das war Ricardos Fehler eben, ne? Ja. Wir hätten die persönlich besser gefahren, ja. Flo, 1,53,5 im Rennen. 1,43,5, finde ich nicht schlecht, auf souverän. Viele 1,44er Zeiten. Team US noch ein bisschen langsamer. Aber sonst ein sehr enges Feld. Wenn die Unfälle nicht geschehen wären am Anfang, wäre es bestimmt noch alles ein bisschen anders. Wieso bin ich jetzt zu mir gerutscht? Edward Ricana und Team US. Das wird gleich wieder ein Dreierpack. Mal gucken, ob Team US wieder die Kampflinie halten kann, mit der nicht wieder überholt werden kann. Vier Runden verbleibend. Immer noch ein verdammt enges Rennen hier hin. Da zieht er hin. Da hat er ihn wieder, sehr schön. Und Konter. Langt nicht ganz. Ich glaube, Ricardo hat zu spät Schwierigkeiten mit dem Auto. Der rutscht ganz schön oft. Fährt schon auf Maximum. Aber sehr schönes Rennen sonst. Ja, SLS Power, als wenn der BMW stehen würde. Das war der Curb. Gucken wir mal um Platz 1. Tut mir leid, Flo, dass ich dich wieder so wenig zeige, aber du bist, glaube ich, wieder ein ganz schönes Stück vorne. Ja. Cello Bello noch ein bisschen dran. Vierter Bild, das ist gerade mal Startziel. Das sind 15, 20 Sekunden. Kana 5. Edward 6. Oh! Team US hat sich wohl gedreht. Einfach ein paar immer da bleiben sollen, ne Jungs? Tut mir leid. Auch noch ein schönen Dreierkampf da hinten irgendwo. Oh, Tobias hat auch nach vorne gekämpft. Tobias, Alex K. und Faceless. Das ist noch ein schöner Kampf. Du, das Dach kaputt ist aber egal. Was hat der denn gemacht?
Face, das darfst du auch nicht immer Spurenwechsel, links oder rechts bleiben. Oh, Tobias, ein Tick zu spät gebremst. Hinter uns hören wir schon die Z4 brüllen. Oh, und die sich gegenseitig noch weg. Schade. In den letzten zwei Runden. Ein gut gemacht. Der zweite ZW kriegt er nicht mehr. Das Team ausgetan, Edward 6. Ricana 5. Auch alles sehr still aus hier. Schauen wir natürlich unseren Flo an, der jetzt in der letzten Runde ist. Wie der gleich ins Ziel fahren wird. Jedenfalls gleich. Der ist ja hinter denen. Oh, da wieder einer weg. Egal, den noch. Ja, sehr schön. Sehr enges Eng, da gehe ich gleich nochmal hin. Erstmal switchen wir zu den baldigen Sieger. Flo, souveränes Rennen wohl, kein Kratzer, kein bisschen Schmutz ans Auto. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt Runde 21 von 21, ich weiß nicht, ob die Runde noch gefahren wird jetzt oder ob es schon der Bot ist. Jetzt ist erst die finale Runde. Oh, noch ein Dreh in der letzten Runde. Stimmt wieder was nicht, das Rennen ist schon zu Ende. Weil Faceless war doch kaputt, ist in der Box schon. Schätze mal, Flo, erster Runde, echt zweiter. Hello Bello, dritter. Bild ist vierter. Team US, siebter. Faceless wird, glaube ich, noch überholt von jedem jetzt. Letzte Runde. Kriegt eine Zeitstrafe? War auch ganz schön knapp dran, würde ich mal sagen. Geht vielleicht nur um 17, 18 und 19, aber es ist trotzdem ein verdammt schönes, tolles Rennen. Jetzt ist mein Spiel abgeschmiert. Es scheint wohl so. Bitte warten. Ja, Jungs. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann euch gerade nicht genau sagen, wer wo was ist.
Ich schau mal kurz, ob ich irgendwo schnell raufgucken kann. Moment. So, ich probiere einfach mal. So, leider schon zu Ende, ey. Schade, Jungs. War trotzdem super spitze Rennen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Aber ich fand's auf jeden Fall klasse. Ich wünsche euch dann nochmal einen schönen Abend. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.